Hallo und herzlich willkommen zu einem Video aus dem Filmpark Babelsberg, welcher der Öffentlichkeit die Arbeit des direkt neben dem Themenpark liegenden Filmstudios Babelsberg repräsentiert. In diesem Video zeige ich euch neben den vorhandenen Attraktionen natürlich die verschiedenen Filmkulissen und ihr bekommt einen kleinen Einblick in die meiner Meinung nach heißeste Standshow Deutschlands. Nach dem Intro geht es los und wir starten in die faszinierende Welt des Films. Unsere Tour durch den Filmpark beginnt direkt am Originalwohnwagen von Peter Lustig, der mit der Sendung Löwenzahn Kindern auf seine ganz besondere Art und Weise die Welt erklärt hat. Unvergessen sind bei den Fans sicher seine Tüfteleien und Experimente, aber auch die einzigartige Freiluftbadewanne wird wohl vielen in Erinnerung geblieben sein. Geht es ins 4D-Action-Kino. Schon der Weg in den Kinosaal führt durch eine futuristische Kulisse, wo es so einiges zu entdecken gibt, was uns die Wartezeit erheblich kürzer erschienen ließ. Im Kino selbst geht es mit Vollgas durch ein unterirdisches Bergwerk. Die 3D-Effekte und die wackelnden Sitze geben einem das Gefühl, mittendrin im Gezeigten zu sein. Immer wieder ein tolles Erlebnis. Nach diesem Abenteuer geht es für uns weiter, vorbei am Barbaren aus dem Film Prinz Eisenherz zum gleichnamigen Restaurant. In der Erlebnisgastronomie lässt es sich in mittelalterlicher Atmosphäre gediegen speisen. Doch wir begeben uns in die Westernstadt, wo zwischen Saloon, Hotel und auch dem Sheriff's Office ein Wildwest-Feeling aufkommt. Hier befindet sich übrigens die Showbühne, wo zum einen die Western-Show mit dem Titel Tierisch verdreht und zum anderen auch das Filmtiertraining zu sehen ist. Unser Weg führt uns aus dem Wilden Westen weiter in die Mittelalterstadt. Hier geht es allerdings durchaus ziemlich makaber zu, aber sehenswert ist dieses größte originale Filmset im Filmpark Babelsberg auf jeden Fall. Wenige Meter weiter lädt das X-Day Motion Ride zu einer speziellen Mission ein. Mit Laserpistolen bewaffnet müssen in den 3D-Abenteuer gefährliche Monster auf einer riesigen Leinwand abgeschossen werden. Doch wir gehen weiter, vorbei an der Statue des Films Der Unhold und ein ganzes Stück bergauf zur Originalkulisse des DEFA-Klassikers Der kleine Muck. Kaum zu glauben, dass dieses Set bereits vor über 60 Jahren als Drehort genutzt wurde.
Wieder im unteren Parkbereich angekommen, stehen neben einer kleinen Halle mit diversen Spielstationen auch die Bumper Cars zur Verfügung, die für einen richtig tollen Fahrspaß sorgen. Freizeitkapitäne können sich hier auch an der Steuerung der Modellboote probieren. Zurück auf der Straße der Giganten weist uns King Kong den weiteren Weg. Und er führt direkt zum Bahnhof Lummerland, wo schon Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, auf uns warten. Und wo die beiden sind, ist natürlich auch die Lokomotive Emma nicht weit entfernt. Und auch Frau Mahlzahn, die treibt hier ihr Unwesen. Wir begeben uns aber nun in die Caligari-Halle, wo auch wieder viele bekannte Filmrequisiten zu sehen sind. Hier beginnt auch die 30-minütige geführte Indoor-Tour zu weiteren Filmsets und Requisiten. Erzählt wird die über 100-jährige Geschichte, die mit den Zeiten der UFA begann und fortgeführt wurde mit den Produktionen der DEFA. Im Mittelpunkt stehen aber auch die beliebten Figuren der unendlichen Geschichte. Eines besonderen Sets werden auf anschauliche Weise einige Tricks der Filmindustrie erklärt. Und schließlich gibt es auch hier nochmal Requisiten aus dem Film Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, zu sehen. Auf jeden Fall ist ein Besuch dieser Tour sehr zu empfehlen. Weitere Requisiten gibt es dann bei der Outdoor-Filmset-Tour zu sehen. Doch schaut selbst, bei welch großartigen Produktionen die Filmstudio Babelsberg mitgewirkt haben. Im Fernsehstudio 1 könnt ihr eine Fernsehshow zum Mitmachen erleben und dabei viele Tricks und Fakten über den TV-Alltag sehen. Unser Weg führt uns nun aber ins Sandmannhaus. Hier stehen natürlich Figuren und Kulissen dieser kultigen Kindersendung im Mittelpunkt. Und das beliebte Sandmännchen kommt dabei natürlich auch nicht zu kurz. Weiter geht es nun entlang am Abenteuerspielplatz zu einem idyllisch wirkenden Parkbereich. Hier sehen wir schließlich noch das Hexenhaus, eine Kulisse aus dem Film Hänsel und Gretel. Jetzt wird's aber spannend und wir kommen zu meinem persönlichen Highlight des Filmparks Babelsberg. Es wird Zeit für die Stuntshow im Vulkan. Schon die 2500 Personen fassende Bühne ist gigantisch, der Blick auf die Arena nahezu überwältigend. Und die Live-Show ist einfach nur sensationell.
Genießt nun einige spannende Szenen dieses 30-minütigen Spektakels. So viel Action, begeben wir uns nun zum Ausklang noch nach Panama, in Janoschs Traumland, wo er sich bei einer gemütlichen Bootsfahrt so richtig schön entspannen lässt. Such du schon mal Bretter und Holz, sagte der kleine Bär. Dann baute er ein Floß. Gut. Es war er gerade dabei, mit einer Gans seinen Geburtstag zu feiern. Na. Was für ein toller Tag im Filmpark Babelsberg. Uns hat es wieder super gut gefallen und nach knapp 7 Stunden machten wir uns auf den Heimweg. Von mir gibt es natürlich eine klare Empfehlung, diesen Park zu besuchen und auch ich werde ganz bestimmt nicht das letzte Mal hier gewesen sein. An dieser Stelle kommen wir nun auch zum Ende des Videos. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dieses hier bis zum Schluss geschaut habt und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss!